7 Uhr morgens. Michael Breest und Kollegin Franziska Noack haben einen Außeneinsatz. Nur wenige Kilometer vom Berliner Tierheim entfernt sind freilebende Katzen unterwegs, die unkastriert sind. Ein großes Problem in der ganzen Stadt. Die Tierschutzvereine sprechen von etwa 100.000 freilebenden Katzen in Berlin. Und die müssen halt alle kastriert werden, damit wir die Populationen begrenzen können von den Tieren. Und dafür müssen diese Tiere gezielt auch angefüttert werden. Und damit wir zu bestimmten Uhrzeiten dann vor Ort versuchen können, die Tiere zu fangen, sie kastrieren lassen, sie untersuchen lassen und dann wieder dort raussetzen. Auf diesem Hof wurden die verwilderten Vierbeiner angefüttert. Wochenlang. Von Hofbesitzer Hans-Dieter Schmidt. So, hallo Herr Schmidt. So. Schön. Guten Morgen. Eine Katze ist ja schon mal da, aber die falsche, die wollen wir nicht. In einem Schuppen und in einem Stall stellen die beiden Tierschutzberater die Fallen auf. Hier kommen die Katzen normalerweise jeden Morgen vorbei, um zu fressen. Da wir ja die Hoffnung haben, mehrere Katzen gleichzeitig zu fangen, lösen wir die Falle selber aus, unterbrechen den Mechanismus mit so einem Stab und können dann dran ziehen, wenn wir der Meinung sind, dass wir die Falle auslösen möchten. Ein paar Meter weiter legen sich Michael Breest und Franziska Noack auf die Lauer. So, ich schaue jetzt hier durch den Türspalt und kann die Falle ganz gut sehen dadurch. Das heißt, ich kriege mit, wenn da eine Katze reinspaziert. Und dann muss ich schnell genug die Schnur ziehen, wenn die Katze komplett drin ist. Und dann haben wir sie. Jetzt heißt es Geduld haben. Gelingt Ihr Plan? Das Tierheim Berlin. So groß wie 22 Fußballfelder. Mehrere Tage begleiten wir die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit. Conny, komm schnell. Prima, aus, aus. Hallo, komm mal hier. Ja, sehr gut. Seine Freunde hier drin, die scheinen ihn herzlich willkommen zu heißen. Es gibt Nachwuchs. Die Mama heißt Bella, das Mädchen. Das heißt Bini. Über 170 Angestellte und 800 Ehrenamtliche im Dauereinsatz. Es ist nicht immer einfach. Manchmal ist es brutal, mit welcher Dreistigkeit die Leute hier diese Tiere abgeben. Neben den vielen Katzen und Hunden gibt es auch diverse Exoten und Nutztiere wie Schweinedame Tinkerbell und Gänserich August. Das ein oder andere Tier hängt doch ein. Am Herzen, ne? Es ist 8 Uhr. Im Hundehaus Benji treffen wir Ines Bernhardt und Samantha Selinski. Sie bereiten das Futter vor. Gibt's mir noch eine Pal? Ja. Wir haben auch sehr viele Hunde mit Spezialfutter, gerade auch krankheitsbedingt. Wir haben Hunde, die ein bisschen abnehmen sollten, also ein Diätfutter. Wir haben Hunde, die unbedingt zunehmen müssen, die kriegen also ein sehr kalorienreiches Futter. Also wir haben ja schon sehr viele Futtersorten. Die beiden Tierpflegerinnen betreuen in ihrem Bereich insgesamt 36 Hunde. Und die haben eins gemeinsam. Sobald es Fressen gibt, sind alle total aufgeregt. Die 24-jährige Samantha bringt die ersten Vierbeiner ins Freilaufgehege. Dabei fällt uns die dreijährige Elsa auf. Sie ist ein sogenannter kaukasischer Ovtscharka und offenbar ziemlich temperamentvoll. Das ist unser kleiner Wildfang. Ist halt total unterfordert und ist gestresst und dadurch beißt sie immer ihre Decken kaputt. Wir haben halt ein paar Hunde, die sind Fetzer. Ines Bernhardt reinigt parallel die Boxen. Eine Aufgabe, die täglich anfällt. Im Idealfall sollen alle Hunde so schnell wie möglich einen neuen Besitzer finden. Doch das ist manchmal nicht so einfach. Die beiden ausgebildeten Flächensuchhunde Bonnie und Mina sind seit einem Jahr hier. Wir hatten sie schon mal auf Probe vermittelt, eine sehr sportliche Familie. Da mussten wir leider feststellen, dass sie leider gar nicht so richtig gerne alleine bleiben zu Hause und da auch sehr einfallsreich sind. Also die können auch Türen öffnen, auch Kühlschranktüren öffnen. Das heißt, die beiden haben den Kühlschrank leergeräumt? Ja, und haben die Milch auch im Schlafzimmer verteilt. Ja.
Aber wenn man die richtig auslässt, sind wir total optimistisch, dass sie auch wieder alleine bleiben können, stundenweise. Im Tierheim Berlin gibt es insgesamt 6 Hundehäuser. Dazu kommen 4 Katzenhäuser, ein Kleintierhaus, eine Exotenstation, 3 Bereiche für Vögel und ein Bauernhof. Etwa 1400 Tiere haben hier aktuell ihr Zuhause. Tierärztin Xenia Kazurke kümmert sich um die harten Fälle. Mit verschiedenen Ansätzen therapiert sie verhaltensgestörte Hunde. Komm, wir gehen mal dazwischen. Dann wird so eine Reihe weiter hinten laufen. Beim Gruppengassigehen soll der verängstigte Paul lernen, wieder mit anderen Hunden klarzukommen. Ein weiterer Patient ist an diesem Tag der 10-jährige Fiello. Der Cockermix hat seine Vorbesitzerin gebissen. Ihn schickt Xenia zur Entspannung und zum Aggressionsabbau aufs Wasserlaufband. So habe ich die Möglichkeit, dass er neue Leute in seiner näheren Umgebung akzeptiert. Man kann ihn dabei anfassen. Das macht ihm unheimlich viel Spaß. Fiello, Rampe? Sehr gut. So, dann starten wir das Wasserlaufband. Der Hund hat jetzt ein Laufband, was unter Wasser gefahren wird. Gut. Und da läuft er so ungefähr 8 Minuten drauf. Fiello, komm mal hier. Ja, sehr gut. Die 34-Jährige arbeitet schon seit Monaten mit ihm. Die Therapie zahlt sich aus. Er ist vermittelbar. Fiello ist kein Hund, den ich einfach jemand an die Hand geben kann und sagen, jetzt kannst du 7 Tage mit zur Probe nehmen. Also der müsste schon ein paar Mal zu uns kommen. Und es sollten keine kleine Kinder im Haushalt sein. Das ist ein sehr guter Hund. Zurück bei Michael Breest und Franziska Noack. Sie lauern noch immer hinter der Tür im Stall. Wir sitzen jetzt hier fast eine Stunde und warten darauf, dass eine Katze in die Falle geht. Aber es schleicht immer nur dieselbe Katze um die Falle rum. Die Katze, die wir schon mal hatten, die schon kastriert ist. Das heißt, irgendwie haben die Katzen ein Gespür dafür, dass wir hier heute fangen wollen. Im Schuppen ein Gebäude weiter schleicht plötzlich eine andere Katze vorbei. Doch sie scheint zu ahnen, was los ist und verschwindet. Die Tierschützer müssen ihre Aktion für heute abbrechen. Der nächste Auftrag wartet bereits. Um 15 Uhr sind wir im Katzenhaus Garfield verabredet. Für den herzkranken Nick-Nack präpariert Pflegerin Annie Mathis gerade die Medikamente und versteckt diese im Futter. Na, Nick-Nack? Guck mal, Hase. Guck mal, ich beiß. Lecker. Und so groß, wa? Das Katzenhaus ist fast jeden Tag für Besucher geöffnet. Einige sind da. Darunter Justin Häusler und seine Oma. Die orientalischen Kurzhaarkatzen Ruben und Paolo haben Justins Interesse geweckt. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Annie Mathis macht nicht nur Tierpflege. Sie berät auch die Besucher. Was sie bekommen. Wie viel würde denn zum Beispiel jetzt eine Katze von denen kosten? Kommt immer drauf an. Wenn es ältere Tiere sind, dann sind wir dann vielleicht bei 80, also so bis 100 Euro. Mhm. Mal kommt halt immer ein bisschen auf die Lebensgeschichte von dem Tier an, Krankheitsgeschichte. Mhm. Genau, aber so in dem Dreh, so um die 100 Euro sind wir bei der Schutzgebühr schon. Ruben und Paolo sind 3 Jahre alt. Der Schüler und seine Oma suchen eher jüngere Katzen. Eine Vermittlung klappt dieses Mal nicht. Um 17 Uhr endet unser erster Drehtag. Heute wurden 26 Tiere aufgenommen und 8 vermittelt. Der nächste Morgen, 7 Uhr. Tierheim-Urgestein Sibylle Weigel kontrolliert, wer in der Nacht frisch reingekommen ist. Guten Morgen. Ja, hallo. Na, hast du gut geschlafen? Ja? Ja, guten Morgen, Schnäckchen. So, oh, ein neuer Gast. Oh, mal schauen, ob alles schick ist. Ja, ja, ist ja gut. Ach, so einer bist du. Aha, magst du nicht? Okay, dann lassen wir dich mal in Ruhe. Bei dem neuen Heimbewohner handelt es sich um einen sogenannten Maine Coon Mischling. Besitzer unbekannt.
Die Fundtiere bleiben generell 5 Tage hier und gehen am 6. Tag, wenn sie keine Kennzeichnung haben, ins Tierheim, werden sie übernommen zur Weitervermittlung. Ne? Also dieses halbe Jahr Fundrecht, das haben die Besitzer trotz alledem. Es kann ja sein, Frauchen ist umgekippt, hat einen Zuckerschock, kann sich erst 3, 8 Tage später melden und dann ist ihr Tier auf keinen Fall verloren. Immer wieder werden hier Tiere in einem katastrophalen Zustand abgegeben, wie diese beiden Kaninchen. Man hätte sie wirklich sehen müssen an dem Tag der Einlieferung, total verwahrlost. Das Kleine davon, das Weiße, hatte gar keine Möglichkeit mehr, aus den Äuglein zu schauen. Das musste richtig freigeschnipselt werden. Die 51-Jährige kann einfach nicht verstehen, dass Menschen Tiere so behandeln. Emotional geht einem das auch mit unter der Haut. Und ja, also dann noch freundlich zu sein, manchmal fällt einem sehr, sehr schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Hallo. Guten Tag. Katzchen, ich habe alles mitgebracht. Wir haben ein Katerchen. Ein Kätzchen. Und, was ist da passiert? Na, die Katze mussten wir in einer Wohnung, aus einer Wohnung holen, vorübergehend. Ich habe schon mal was gefunden. Oh, so weit vorbereitet, super. Das ist ja nicht immer so der Fall. Das ist klasse. Der Kater heißt Scratchy. Seine Besitzerin ist kurzfristig ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wenn wir das Körbchen behalten könnten, dann könnten wir das Tierchen jetzt einsetzen und ihr seid dann verabschiedet. Wunderbar. Ja? Schönen Dank. Ja, lass uns mal stehen. Wunderbar. Nehmen Sie gleich. Gut. Tschüss. Tschüss. Bis es Scratchys Frauchen wieder besser geht, ist das Tierheim sein neues Zuhause. 10 Uhr im Exotenhaus. Dieser Bereich erinnert stark an einen Zoo. Wir sehen Affen, Schlangen, Leguane und ganz viele Schildkröten. Pfleger Roger Ruschpla ist hier zuständig. Na, Mausi. Wasserschildkröte Mia hat Probleme mit einem Auge. Das war halt blutunterlaufen nach der Überwinterung. War kurzzeitig fast die Entscheidung, das Auge rauszunehmen. Und wir haben es aber hingekriegt mit Augensalben. Also ist natürlich ein enormer Aufwand, stündlich halt 3 verschiedene Augensalben drin zu machen. Ich denke, wir kriegen das Auge auch gerettet. Und sie behält ihre beiden Augen. Mit der Reinigung im Affengehege geht es für Roger weiter. Immer unter strenger Beobachtung. Viele Affen kommen aus Versuchslaboren. Sie sind nicht vermittelbar und werden bis zu ihrem Lebensende im Tierheim bleiben. Auch der Bauernhof gehört zu Rogers Arbeitsbereich. Wie viele andere Pfleger ist er auf dem riesigen Gelände mit dem Fahrrad unterwegs. Kollege Klaus Hein erwartet ihn bereits. Knackläuse, alle fertig? Ich brauche bloß noch warm Wasser drauf machen und dann können wir loslegen mit den Futternäpfen. Es ist mittlerweile 15 Uhr. Die 2. Fütterung des Tages steht an. Schweinedame Tinkerbell läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Jo, Tinker. Jo. Geh mal runter. Geh runter, Tinker. Für Tinkerbell gibt es eine Mischung aus Salat, gekochtem Gemüse, Brot, Krümel und Wasser. Scheint zu schmecken. Sie zu vermitteln sei fast unmöglich. Die meisten Leute wollen so eine Tiere halt zum Verzehr halt haben oder zum Schlachten, was mit unseren Tieren halt nicht passieren darf. Auch Schafe, Ziegen und Hühner sind auf dem Bauernhof untergebracht. Und Klaus Heinz absoluter Liebling. August, komm hier, komm mein Schatz, komm. Nun komm mal, ja. Das ist der einsame August, der hat seine beiden Mädels mittlerweile verloren. Und er sucht ja eigentlich eine ältere Gänsedame noch, ne? Kurz vor Drehschluss bringt er die Tiere noch in ihre Ställe. Ja, nun geh mal rein. Bis morgen. Komm, hopp. Ne? Ja, bis morgen. Bis morgen, mein Schatz. So. Feierabend.